with a boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? So, meine Lieben, willkommen zurück zum zweiten Part und wir sind auf der Suche nach... Was waren wir? Nö. Ach, nee. Wir wollten jetzt den Schultag beenden und in die Stadt gehen. Heute ist ein ziemlich ruhiger Tag, ja. Ich treffe mich mit Melody vor der Schule. Ah, da ist sie ja. Und ist sie nicht ganz alleine? Pierre, du begleitest uns? Ja, ich dachte mir, es wäre eine gute Gelegenheit, außerhalb der Schule etwas Zeit zusammen mit euch zu verbringen. Komisch, dass die Melody sie eingeladen hat, dabei war sie doch auch in der Bücherei, als sie sich eine Fanny angenähert hat. Isis hat mich eingeladen, aber warum? Aber wohin ist sie verschwunden? Hier bin ich doch. Es kann losgehen. Gut, okay, dann sind wir alle da. Okay, also los. Gut, dann gehen wir mal in die Stadt und verbringen da ein wenig Zeit mit unseren Freunden. Okay, eigentlich ist nur so Iris meine Freundin. Ja, Melody mag ich ja nicht so. Und, hier, naja, geht. Aber ist jetzt auch nicht so meine ABF, sage ich mal. Das ist echt was her. Ah ja, dass ich die Zeit hatte, shoppen zu gehen. Und ich habe in letzter Zeit ein bisschen was zur Seite gelegen können. Das passt mir super gut. Ich muss noch für meine Mutter schnell in den Dekoladen. Habe ich jetzt Deko? Dekoladen. Oh, ich bin voll der Zelda-Freak. Ich komme dann später wieder dazu, wenn das für euch okay ist. Kein Problem, wir sind dann im Schmuckgeschäft. Pia ist weggegangen und ich habe mich mit Iris zugewandt. Wieso denn das Schmuckgeschäft? Das ist doch ziemlich teuer, oder? Eschen, aber ich dachte mir, wir könnten Pia vielleicht ein kleines Willkommensgeschenk besorgen, wenn wir so dritt was zusammentun. Könnten wir ein süßes Armband kaufen. Sonst schenken wir den Neuen doch auch nie was. Ja, das ist mein Willkommensgeschenk. Ja, aber ich finde nur, dass Pia echt nett ist. Ich würde ihr gerne eine kleine Freude machen. Okay. Was meinst du damit, Tsunami? Ich kenne sie gar nicht richtig. Warum sollte ich ihr etwas schenken? Stimmt, das wäre echt nett, ihr eine Kleinigkeit zu schenken. Ja, das ist auch nicht assi. Nee, toll finde ich die zwar nicht, aber ich finde auch nicht als. Ich will auch nicht als Dicke dastehen. Super, dann lasst uns mal sehen, was sie so im Angebot haben. Schnell haben wir uns alle Auslagen in den Vitrinen angesehen. Melody, Iris und ich haben uns ziemlich schnell für ein raffiniertes, dünnes Goldarmband entschieden. Nichts Auffälliges, genau in unserem Budget. Ja, jeder von uns hat es recht. Alter. Dann bin ich wieder. Sie hat uns ein bisschen erschreckt. Du warst aber schnell wieder da. Was versteckst du da hinter dem Rücken? Hier, bitte. Überraschung. Oh, aber wofür denn das? Das ist ein kleines Willkommengeschenk von uns. Wir dachten uns, das könnte dir vielleicht gefallen. Oh, ihr seid zu süß. Danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Es ist doch eine Freude. Mach schon auf. Pia öffnet das Döschen. Das ist echt hübsch. Vielen Dank, Mädels. Während dem Rest der Shoppingtour waren alle gut drauf. Pia hat sich wieder an ihrer nettesten Seite gezeigt, wie immer. Nachdem wir mit allen Einkäufen fertig waren, schlugen die Gespräche in eine andere Richtung ein. Hattest du eigentlich einen festen Freund, Pia? Nee, hast du einen? Hast du? Nein, ich bin Single. Das überrascht mich. Ich dachte, du seist der Typ für Langzeitbeziehungen, so wie Rosalia. Sagen wir, meine Reisen machen das Ganze etwas komplizierter. Scheint, als würde sie es ihr Wittchen darüber zu sprechen. Ach so, na klar, dann habe ich nicht gedacht. Gibt es in diesem Fall einen Jungen auf der Schule, der dich neugierig macht? So unschuldig ist auch Werk, Melody stellt auf ihre Weise Nachforschung an. Ich finde die Jungs in der Klasse echt nett, aber jetzt ist es vielleicht noch etwas zu früh, einen Schwarm zu haben. Ach komm, irgendjemand wird dir doch am besten gefallen, oder? Na klar, du hattest ja noch keine Zeit, deine Meinung zu bilden.
Dann lass uns doch nicht von den Jungs reden. Genießt es mal, unter uns Mädels zu sein. Ich kenne sie noch nicht gut genug, um das sagen zu können. Und ihr Mädels, ihr müsst doch jemanden am besten finden, oder? Das ist ja gar kein Geheimnis. Mir gefällt das Handy sehr. Ach echt? So aber ich. Mir fällt es schwer, mich zu entscheiden. Ich verstehe mich mit allen in der Schule gut. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich Kasti nehmen. Er ist ziemlich witzig. Interessante Wahl, aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ist Iris einer der wenigen, von denen Kasti nicht genervt ist. Letztlich schauen alle mich an. Da stecke ich jetzt fest. Wenn ich nicht antworte, wissen sie, dass ich etwas verheimliche. Ich kann das auch einfach frei heraus sagen und als Freundschaft verkaufen. Na gut, ich glaube, ich verstehe mich am besten mit Kenden. Ich mag ihn. das verstehe ich. Er ist wirklich süß. Süß? Wieso denn süß? Es wurde mal Zeit, nach Hause zu gehen. Oh Gott, das war peinlich. Oh, stell dir mal vor, ich hätte jetzt eine Fanny gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das muss ich mal replayen. Und dann so. Melody guckt mir doch. Es hat Spaß gemacht. Danke nochmal für dieses hübsche Armen. Das ist sehr liebenswürdig von euch. Gerne, es macht immer wieder Spaß, Zeit mit dir zu verbringen. Schönen Abend noch, wir sehen uns morgen. Ja, bis morgen. Tschüss. Also los, Zeit nach Hause zu gehen. Ich sollte etwas an mich denken und überlegen, wie ich die Einladung zum Restaurant am besten ansprechen soll. Lalalala. Mit Pia, Iris und Melody über die Jungs zu quatschen, erinnert mich an meine größte Sorge. Keine Frage, ich kann nicht... Wieso kommt das jetzt? keine Frage, ich kann nicht länger warten. Es ist ja nicht schließlich das Ende der Welt, einen Jungen auf ein Abendessen einzuladen. Ist ja nicht mal allein. Ich denke, ich mache es so, wie Russa mir es geraten hat. Ich warte bis zum Unterrichtsschluss und fange ihn ab, bevor er nach Hause geht. Ich mache das einfach ganz cool. So ganz locker, chillig. Ich will schließlich nicht, dass er mich für eine hysterische Kuh hält. Das wird schon, selbst wenn unsere Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen sollten. Wird es trotzdem hinnehmen. Wir verstehen uns ja trotz allem gut. Was sage ich denn da? Das Ziel ist doch mehr als nur Freunde zu werden. Wie auch immer. Wenn ich schon mit dieser Einstellung anfange, dann komme ich am Ende noch zu gar nichts. Am nächsten Tag wollte ich meinen Plan in der Tat umsetzen. Es wäre schön, wenn ich etwas Zeit mit Kenden verbringen könnte, um die Sache direkt ins Rollen zu bringen. Ach, da ist er ja, wenn man vom Teufel spricht. Ausnahmsweise stoppe ich direkt über ihn. Nami, endlich habe ich dich gefunden. Was ist denn los? Boris hat gerade gesagt, dass ich ins Basketballteam komme. Ah, das ist super. Ich wusste gar nicht, dass du da mitmachen solltest. Ich dachte mir, es sei vielleicht ganz cool, ein bisschen Mannschaftssport zu machen. Seit der Militärschule gehe ich nur noch mit Cookie joggen, um in Form zu bleiben. Oh, das ist ja süß. So bekommt er auch ein bisschen Auslauf. Ja. Wo wir gerade davon sprechen, ich wollte dich etwas vorschlagen. Ja? Was hältst du davon, wenn wir joggen gehen? Ich weiß zwar nicht, ob sowas gefällt, aber zu zweit zu laufen macht einfach mehr Spaß. Oh. Ich habe zwar nicht besonders Lust auf Joggen, aber es war ziemlich dumm, eine Gelegenheit, Zeit mit ihm zu verbringen, verstreichen zu lassen. Du könntest es zumindest mal versuchen und schauen, ob es dir gefällt, also wenn du willst. Ja, gerne. Echt? Er scheint dir überrascht zu sein. Ja, ehrlich. Cool, was hältst du davon, wenn wir das morgen nach dem Unterricht machen? Alles klar. Ich hoffe aber, du hast gute Laufschuhe. Ich möchte schließlich nicht, dass du dich verletzt. Ich habe zwar ein paar Sportschuhe, aber die sind schon älter. Ich sollte mir vorher lieber neue Laufschuhe zulegen. Ich finde schon eine Lösung, kein Problem. Das kann ich nicht zulassen, die Haare ihrer Schulkameraden abzuschneiden. Sie bleiben nach Schulabschluss sitzen. Zum Nachsitzen. Was zum? Sie haben doch gar keine Beweise.
Ihr Wort gegen meins. Karl hat alles gesehen. Ja, muss kurz mal hier meine Festplatte rausschmeißen. Falls es gerade geht. I think not. Fu. Na, halt nicht. Aber sie war doch gar nicht da, aber sie war doch gar nicht dabei, als es passierte. Als es passierte? Dann geben Sie also zu, dass es wirklich so gesehen ist. Oh, Fiedniger. Ich bin wirklich enttäuscht von Ihnen, Pia. Folgen Sie mir bitte. Ich und Kenneth haben uns beunruhigten Blick ausgetauscht. Wow, schon komisch, Pia in seine verzwickten Lage zu sehen. Du. Entweder leckt es bei mir gerade voll oder ich weiß nicht. Ja. Ich frage mich, was sie angestellt hat, um die Direktoren so wütend zu machen. Ach, jetzt kommt's. 10 Jahre später und ja, danke. Emma wollte Pia überrumpeln und ihr die Haare abschneiden. Pia hat die ganze Situation aber umgedreht. Sie hat Emma die Schere so schnell abnehmen können, dass wir gar nicht hingucken konnten. Nee, jetzt verstehst du, warum Amber zum Friseur gegangen ist. Pia hat das Ganze wohl echt versaut. Sie hat sich nicht nur eine Strafe eingehandelt, sondern Amber redet auch von nichts anderem mehr als von ihrem neuen Look. Schaut es sich, dass Pia in Schwierigkeiten steckt? Es ist dumm für sie gelaufen, das ist alles. Was hast du? Mir ist aufgefallen, dass du nur ihr statt mir zugehört hast, als wir dir neulich den Ratschlag zu deiner Brille gegeben haben. Was meinst du damit? Ich hab doch beide dasselbe gesagt und ich fand die Idee gut. Sie hat dir die Brille selbst auf die Nase gesetzt. Ich kann meinen Groll nur schwer verbergen. Ich muss auf meine Worte Acht geben, damit ich nicht wie eine Eifersüchtige dastehe. Deswegen bist du böse auf mich? Ja. Ehrlich gesagt, war ich einfach nicht stark genug, sie selbst aufzusetzen. Ich wollte nicht, dass man mich mit meiner dicken Brille sieht. Aber scheinbar funktioniert das besser, wenn ein junges, hübsches Mädchen dir dabei hilft. Ich dachte, Meinung allein sei genug. Da habe ich mich wohl geirrt. Ja, klar. Damit hast du nichts zu tun. Es ist einfach eine Hemmung von mir, die ich überwinden musste. Nami, falls du glaubst, dass das, was zwischen Pia und mir ist, dann täuschst du dich gewaltig. Wir kennen uns doch fast gar nicht. Meine Mutter hat mich kurzfristig zum Friseur gefahren. So konnte ich ja unmöglich bleiben. Das glaube ich dir gern. Ernsthaft? Kann sie sich nicht mal eine andere Platte auflegen? Oh nein, nicht die da. Amber hat einen Blick auf Kenge geworfen, ist mit ihrer Hand durch ihr Haar gefahren. Das ist ganz modern. Ein ganz moderner Haarschnitt und meine Güte, kann sie davon nicht woanders erzählen? Denkst du, das interessiert uns? Ich rede hier mit Lee, sag ich dir. Genau, sie redet mit mir, okay? Das haben wir schon beim ersten Mal verstanden. Und was macht ihr hier noch? Wir unterhalten uns. Ist das etwa ein Problem? Sie hat ihre Haare über die Schulter geworfen. Aber träum ich etwa, da versucht sie sich gerade besonders sexy zu sein. Geht's dir gut? Du wackelst die ganze Zeit so komisch mit dem Kopf. Emma wirkt verärgert. Hat sie etwa gedacht, dass alle Jungs so auf sie hereinfallen, nur weil sie ihren Look verändert hat? Komm, Lee, wir gehen. Ich kann die beiden nicht mehr ertragen. Sie ist ihr hinterher gehuscht, nachdem beide nochmal einen bösen Blick zugeworfen haben. Wie ich mir das gerade vorstelle. Oh Gott. Sie sollte wirklich aufhören, so zu tun, als sei sie ein Star. Sie macht sich echt zum Affen und das ist ihr noch nicht mal bewusst. Wem sagst du das? Diese Unterbrechung hat den Moment zwischen mir und Kenneth kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wie ich auf das ganze Thema zurückkommen soll, was mir eigentlich auf den Herzen liegt. Ich muss los, Nami. Wir sehen uns später. Okay. Mist. Der Geschichtskurs beginnt eh gleich. Ich sollte wohl besser meine Sachen mit aus meinem Verbind holen.
Ups, falsch, 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 hier. Okay. Ich habe meinen Spind geöffnet und mein Geschichtsheft zu holen. Und dann, hey, kommt der kleine Alexi. Oh, hi. Ich habe gesehen, wie du mit Candy gesprochen hast. Alles okay? Oh ja, ja, wieso? Ich weiß ja nicht, ob du dich an unser letztes Gespräch erinnerst. Du hast gesagt, du hättest keinen Freund und wenn du weiterhin so tun willst, das solltest du zumindest diskreter sein. Was redest du denn da? Wir sind nicht zusammen, wirklich. Scheiße, es kommt einfach immer wieder. Ihr seid vielleicht nicht zusammen, aber ihr wirkt ganz so. Wir haben doch gar nichts Besonderes gemacht. Ich weiß auch nicht, so wie ihr miteinander umgeht. Ich sage, da ist doch was zwischen euch. Wenn das doch nur so wäre. Ich hatte mich ganz hinten gesetzt, wo ich immer sitze, und gewartet, dass die anderen und Mr. Ferrells kommen. Es gibt keine feste Sitzordnung, also ganz anders als im Unterricht von Miss Delaney. Das ist echt entspannt. Darf ich mich hier hinsetzen? Ich schaute ganz überrascht aus meinem Heft auf. Kenton, ja klar. Das ist das erste Mal, dass wir nebeneinander sitzen. Nein, in der Grundschule haben wir auch nebeneinander gesetzt und Blockflöte gespielt. Ich frage mich, warum er so plötzlich die Initiative ergreift. Ich dachte mir, es sei doch schade, dass wir nie nebeneinander sitzen. Findest du nicht? Doch, total. Ich habe mich eigentlich nie getraut, mich neben dich zu setzen. Ernsthaft? Natürlich kannst du dich neben mich setzen. Das versteht sich doch schon von selbst. Für einen kurzen Moment haben wir uns beide in die Augen gesehen. Meine Güte, es wird immer schwieriger, meine Gefühle verborgen zu halten. Ich muss auf den richtigen Weg sein. Alex, du kleine Barschler. Alex ist die Klasse gucken kann heute, wird mich angesehen. Und ich wusste direkt, was in seinen Kopf vorgeht. Gibt's ein Problem mit Alex? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie komisch. Ja, ein bisschen. Ich kann mich gar nicht erinnern, um was es im Unterricht heute ging. Ich kann an nichts anderes denken als meinen Sitznachbarn. Die ganze Geschichte ist nun schon lang genug. Ich war dazu entschlossen, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Interessanterweise entwickelt sich der Tag genau nach meinen Vorstellungen. Ja. Wenn es sein musste, wollte ich Candy nach dem Unterricht hinterherlaufen, um ins Restaurant einzuladen. Los, es ist Zeit. Pia scheint heute nicht in bester Laune zu sein. Ist alles okay bei dir? Oh ja, klar, mit den Nachsitzen bist du doch auf dem Laufenden. Ja, ich habe dich gerade mit der Direktorin gesehen. Es tut mir leid für dich, aber es war klar, dass Amber sich revanchieren würde. Sie will immer das letzte Wort haben. Ich habe nicht gut aufgepasst. Normalerweise werde ich bei solchen Dingen nie erwischt. Aber ich garantiere dir, das war das erste und das letzte Mal. Sie beunruhigt mich wieder etwas. Amber wird es ihr nicht leicht haben. Aber genug von mir geredet. Wie geht es dir? Es geht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihre Stimmung so schnell ändert. Eigentlich gibt es da etwas, über das ich gerne mit dir reden würde. Schieß los. Jetzt habe ich die Sache ins Rollen gebracht. Es gibt kein Zurück mehr. Hast du Interesse an Kenton? Was? Ich habe dir gesagt, ich habe gedacht, ich hätte das schon geklärt, dass es zu früh ist, ein jungen Interesse zu entwickeln zu haben. Warum ist das? Oh. Ich verstehe. Bitte verrate es niemanden. Ach, keine Sorge, ich schweige wie ein Grab. Ich hoffe, sie meint es auch so. Keine Bange. Ich habe keine Augen auf Candy geworfen. Er ist zwar ein hübscher Kerl und intelligent, noch dazu, aber ich schnappe ihn dir nicht schon nicht weg. Versprochen. Das ist dämlich, aber als ich letztens gesehen habe, wie du die Brille aufgesetzt hast, dachte ich. Das kann ich verstehen. Ein verliebtes Mädchen ist immer auf der Hut, was sowas angeht. Tut mir leid, wenn ich ihm zu nahe gekommen bin, ehrlich. Du hast keine Ahnung, wie erleichtert ich bin. Verstehe ich. Hast du deshalb auch mir manchmal den Eindruck vermittelt, als wenn du mich nicht magst? Ja, tut mir leid. Ja, aber auch, weil ich dich manchmal einfach nicht verstehe. Ach so, du gehörst eher zu diesen misstrauischen Sorten. Deswegen kann ich dir nicht böse sein. Aber wir könnten uns besser kennenlernen, damit du den ersten Eindruck von mir vergessen kannst. Weißt du, mein Instinkt trügt mich nie. Und ich muss zugeben, dass ich mich schon geärgert habe, wie es zwischen uns gelaufen ist. Ehrlich gesagt, verbringe ich gerne Zeit mit dir.
Jetzt können wir das Ganze neu starten. Ich verbringe gerne Zeit mit dir. Wo kommst du denn so plötzlich her? Naja, nur wenn du willst natürlich. Okay, das ist in Ordnung. Super, das freut mich. Ich kann nicht glauben, was ich gerade getan habe. Ich habe Pia alles gestanden. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich mir umsonst Sorgen gemacht habe. Hoffen wir nur, dass sie es ernst meint und es wirklich für sich behält. Endlich Schulschluss. Das, da vorne ist Kendin. Er geht gleich nach Hause. Nur Mut, jetzt oder nie. Kendin? Ich erkenne meine eigene Stimme kaum wieder. Los, Nami, ganz ruhig jetzt. Du kriegst das hin. Was gibt's? Weißt du, ich fand es letztens wirklich schön, mit dir zu picknicken. Ich auch. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass der Tag ein anderes Ende nehmen würde. Schade, dass deine Mutter dich direkt vor der Tür abgeholt hat. Was wäre wohl passiert, wenn es nicht so gewesen wäre? Das würde ich ihnen so gerne direkt fragen. Und was... Aber dann habe ich mich doch noch besonnen. Was wolltest du einen weiteren kleinen Ausflug sagen? Was würdest du denn gerne machen? Ein Essen im Restaurant mit Rosa und Lay. So, jetzt ist es endlich raus. Und ganz offensichtlich hat Kette nicht damit gerechnet. Aber warum? Diese Reaktion habe ich nicht erwartet. Rosa ist meine Freundin und ich wollte mit ihr auch ganz Zeit verbringen. Mit ihr. Deswegen... Das war eine dumme Idee, ich wusste es. Es wirkt ein bisschen wie ein Doppeldate. Meine Güte, er hat es auf den Punkt gebracht. Ich bin geliefert, geliefert, geliefert! Oh, Spaß. Ja, es ist ein Doppeldate. Kein Stressen. Wir sind einfach vier Freunde, die sich einen schönen Abend miteinander verbringen. Mehr nicht. Okay. Ich find's auf jeden Fall cool, dass du mich einlädst. Ich komm gern. Ehrlich? Ja, klar. Wann ist das denn? Das haben wir noch nicht entschieden. Ich halte dich auf dem Laufenden. Alles klar. Na, ja, das war's einfacher als gedacht. Ich freue mich schon, Rosa davon zu erzählen. Aber vorher muss ich noch ein neue Laufschuhe kaufen, damit ich morgen mit Kendin joggen kann. Rosa, Spaß. Da ist Rosa. Mal so ein bisschen auf die Uhr gucken. Rosa hat schon erraten, was ich gerade getan habe. Hast du Kendin gerade gestanden, dass du in Vivi verliebt bist? Nein, noch nicht. Aber ich habe ihn gerade zum Abendessen mit dir eingeladen. Und er hat ja gesagt. Ich wusste es. Ich wusste es, dass er ja sagen würde. Jetzt schrei doch nicht so. Es ist es wird atemberaubend. Wir müssen für dich nur noch das Outfit für diesen Anlass finden. Dafür habe ich gerade kein Geld, vor allem, weil ich mir noch ein neues Paar Laufschuhe zulegen muss. Laufschuhe? In was für einer Welt braucht man denn Laufschuhe? Ich würde gerne mit dem Joggen anfangen. Manchmal verstehe ich dich echt nicht. Naja, wie du meinst, dann kauf dir deine komischen Laufschuhe. Und das Outfit geht auf mich. Du machst Witze. Ganz und gar nicht. Ich kann nicht zusehen, wie dir du den Spaß verdirbst. Nicht ordentlich für das erste Date vorzubereiten. Wahrscheinlich ist es zwecklos, mich dagegen zu wehren. Genau. Rosa hat mir verschiedene Outfits vorgeschlagen, aber so richtig gefällt mir keins davon. Sie sind alle irgendwie zu viel. Wie wäre es mit dem hier? Das ist gar nicht schlecht. Ach ja, das hatte ich ganz vergessen. Sehr gute Wahl. Passt perfekt zum Anlass. Du musst es nur noch anprobieren. Ich bin in die Umkleide verschwunden. Oh nee, jetzt kommen wir das ewige Umziehen. Das ist ganz schön freizügig, alle hier die Bubis. Wow, das ist der Wahnsinn. Jetzt übertreib mal nicht und ich sehe mich gar nicht mal darin. Ja. Ich muss mich dann wieder umziehen. Ich denke, beim Cut mache ich das. Eine weitere wichtige Lektion für dich. Lerne Komplimente anzunehmen. Hallo Nami, wie geht es dir? Ah, hallo Lei, gut und dir? Hübsch, das Outfit ist eine gute Wahl. Es ist der neuesten Kollektion. Sie wird es zu unserem Abendessen mit Kendi tragen. Ah, dann habt ihr es jetzt doch besprochen. Wann ist das Abendessen? Samstagabend. Scheinbar habe ich dabei nichts zu sagen. Hast du da etwas anderes vor? Nein, aber wegen meinen Eltern muss ich mal schauen.
Im Moment gehe ich häufig aus dem Haus. Und ich kenne sie. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir das erlauben werden. Ach komm, nicht schon wieder diese Elternausrede. Du hast dich doch schon genug gedrückt. Du kannst doch nicht schon noch so eine Gelegenheit ungenutzt lassen. Ich spreche heute Abend mit ihnen und dann sage ich dir Bescheid, okay? Ruf mich an, wenn sie dagegen sind. Dann gibst du sie mir und ich überzeuge sie vom Gegenteil. Für nichts in der Welt würde ich so etwas machen, aber soll sie es halt glauben. Ich habe direkt ein paar Laufschuhe gefunden. Sie sind echt außergewöhnlich, aber ich fand sie auf Anhieb super. Sie kosten 30 Dollar. Er hat vorsichtig die Klamotten gefaltet und in die Tasche gepackt. Vielen Dank für das Outfit, das ist wirklich lieb. Ach, das ist doch nichts. Ich lasse euch mal allein, dann kommen die Kunden. Bis später. Rosa hat mich begeistert angesehen. In diesem Outfit siehst du atemberaubend aus. Kendan wird die Augen nicht mehr von dir lassen können, die Arme. Psst, sonst hört dich noch jemand. Entspann dich mal, hier kennt uns doch keiner. Kann mir mal jemand helfen? Aber was machst du denn hier? Da gerade allen einen Look zu legen, dachte ich mir, mich hier mal etwas umzusehen. Okay, ich lasse euch dann mal allein. Ich habe noch etwas zu tun. Du treulose Tomate! Rosa krummelt etwas vor sich hinein. Haha, sorry. Oh je, noch 5 Minuten. Oh Mann, der Tag ist eine emotionale Achterbahn. Mir scheint, als würde es so langsam vorangehen, aber gleichzeitig macht es mir ganz schön Angst. Die Hauptsache ist aber, dass Kendi zugesagt hat. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wie sich der Abend entwickeln wird. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Aber erstmal muss ich meine Eltern um Erlaubnis fragen. Es steht natürlich außer Frage, dass ich sie dabei glauben lassen muss, dass bei dem Abendessen nichts dabei ist. Sag einfach, dass wir mit ein paar Freunden was essen gehen. Ich muss überzeugend sein. Komisch, vor kurzem habe ich meine Eltern noch alles erzählt. Und gerade Pia, die ich kaum kenne, weiß genau, was in mir vorgeht. Die Welt steht Kopf. Ich hoffe, ich kann Pia vertrauen, ansonsten muss ich die Schule wechseln. Meine Eltern müssten auf jeden Augenblick nach Hause kommen. Also los, letzte Aufgabe für heute, ihre Erlaubnis bekommen. Ich habe ein bisschen von meinen Tagen erzählt, um das Gespräch in Gang zu bringen. Ich habe von der Geschichtsstunde geredet und auch davon, dass ich glaube, mich jetzt besser mit Pia zu verstehen. Dann habe ich meinen kleinen Einkauf erzählt. Rosa ist wirklich lieb, sie hat mir dieses Outfit geschenkt. Guck mal. Das ist ein tolles Geschenk. Zu welchem anders denn? Wir verstehen uns einfach richtig gut. Ich denke, sie wollte mir eine Freude machen. Wir verstehen uns sogar so gut, dass wir am kommenden Samstag zusammen was essen gehen wollen. Nur ja, beide? Eigentlich kommen noch 2 Freunde mit, Lei und Kenton. Der kleine Ken, ich wusste doch schon immer, dass er verliebt in dich ist. Und da ist es. Dieses miese, petrige Gesicht. Mama, wir sind doch bloß 4 Freunde, die zusammen den Abend verbringen wollen. Naja, 2 Jungs, 2 Mädels, das wird doch eher wie ein Doppeldate, wenn du mich nach meiner Meinung hören willst. Ich hatte das für eine dumme Idee. Dieses Abendessen, außerdem gehst du in letzter Zeit häufig raus. Dir würde es gut tun, auch mal wieder etwas Zeit mit uns zu verbringen. Aber Papa, wir gehen doch nur etwas in der Stadt essen und dann komme ich wieder. Ich komme auch nicht spät zurück nach Hause. Außerdem habe ich am nächsten Tag keine Schule. Das ist jetzt einfach ihr Alter. Lass sie ein bisschen leben. Solange sie immer ehrlich ist, weiß ich nicht, wo das Problem liegt. Naja, deine Mutter und ich reden nur über das Thema. Wir müssen darüber nachdenken. Ich glaub's nicht. Ich hoffe, ich muss sie nicht alle versetzen. Diese ganze Aufwand für nichts und wieder nichts. Ich sollte meine Einstellung ändern. Im Moment scheint das Glück ja eigentlich auf meiner Seite zu stehen. Ich bin dann diesen Abend schnell eingeschlafen. Der Tag muss mich ganz schön geschafft haben. Ich habe so tief geschlafen, dass ich meinen Wecker überhört habe. Du meine Güte, ich komme zu spät. Passiert. Alles ist so still. Ist es wohl alle im Unterricht? Na, junge Dame, führst du nichts Gutes im Schilder. Kasse, du hast mich erschreckt. Ich hatte dich gar nicht kommen sehen. Es passiert selten, dass du mal zu spät kommst. Es passiert auch selten, dass ich so tief schlafe. Es passiert auch selten, dass du pünktlich bist. Es passiert auch selten, dass du morgens so gut gelaunt bist.
Entspann dich. Wenn du es wirklich wissen willst, passiert das mittlerweile seltener. Ich habe nicht darauf geachtet. Sind in die Schule gegangen. Delaney wird nicht gerade begeistert sein. Außerdem wäre das jetzt schon das zweite Mal, dass ich zu ihrem Unterricht zu spät komme. Dieses Mal bekomme ich nicht so leicht davon. Juhu, dann mache ich hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.